Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin wieder am Start beim Heckgewicht. Es ist Gott sei Dank wieder trocken hier alles. Aber ihr seht, wenn das Metall mal in der Pfütze liegt, dann fängt es auch gleich an zu rosten. Ne? Genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Das habe ich jetzt nur oben drüber gelegt. Das ist jetzt nur so. Das wollte ich als Verstärkung reinbraten, aber ist leider ein bisschen zu kurz. Ja, sonst alles verschweißt soweit, ne? Das ist alles, hier habe ich auch noch einen drüber gebraten, da noch, alles soweit fest. Genau, und jetzt geht es nämlich daran, die Bleche für die ganze Geschichte, also sprich die Einschalung zu machen, weil heute, also in diesem Video, also heute, soll eigentlich die ganze Einschalung fertig, sprich das Ganze drum zu soll alles fertig und dann soll auch innen drin Rostschutz gestrichen werden heute. Da habe ich nämlich auf Instagram, falls ihr Bock habt, könnt ihr mir da folgen, falls ihr es noch nicht tut. Und zwar habe ich da eine Umfrage gemacht und habe die Jungs mal gefragt, ob man so ein Ding wohl von innen mit Rostschutz streichen soll. Das Ergebnis blende ich hier mal ein. Das war auf jeden Fall relativ eindeutig, dass die meisten sagten ja auf jeden Fall. Einige sagten, nee, ist ja Beton, was soll da passiert da nichts dran. Dann müsste ja Bewährung im Fundament auch gestrichen sein oder verzinkt sein. Gibt es ja auch verzinkt, aber da passiert ja auch nichts dran. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich das dann doch mit Rostschutz einstreiche, auf Nummer sicher einfach nur, weil ich keinen Bock habe, in 5 Jahren da irgendwelche Löcher drin zu haben. Naja, selbst wenn es so ist, ist es auch nicht so schlimm, aber ne, kann man ja besser vorbeugen. Jetzt komme ich da schön ran, streiche das dann gleich alles ein. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was ausgemessen und zwar soll das Ganze jetzt ja hier lang gehen und dann von da aus raus, dahin, ne, so ist es ja geplant. Und diese Stücke rechts und links habe ich jetzt schon angezeichnet hier. Und zwar ist das das hier, davon brauche ich die beiden Felder. Habe das schon soweit, das muss weg und das muss weg. Genau. Und weil ich ja selber auch nochmal den direkten Vergleich wissen möchte zwischen dem K160 und dem K70. Das ist ja der kleinere Plasmaschneider, der K70, den ich eigentlich für Hobbybedarf eigentlich empfehle. Tatsächlich, also der in der Werkstatt tipptopp, ist auch nicht so teuer. Und der K160, das ist ja mehr das Profigerät für Landwirte und Lohnunternehmer und alle, die mit dicken Materialien richtig arbeiten wollen. Aber er hier ist ja eigentlich für die, ja, bis 24 mm, glaube ich, kann der. Der K100 kann, glaube ich, bis 44. Aber so bis 24 reicht ja für die meisten Fälle. Ne? Und nun wollte ich mal probieren, ob wie der jetzt durch das Blech fegt. Ich meine, ich habe das ja alles schon mal getestet, aber jetzt nochmal im direkten Vergleich. Oh, wo ich hier gerade sehe, ich habe mir übrigens was gebaut. It's magic, ne? Denkt ihr euch, hä? Dran gepunktet? Nee, nicht dran gepunktet. Ich habe Magnete drunter gebaut. Hier sind Magnete drunter. Und jetzt kann ich nämlich, plopp, und dann hält das so. 4 Stück an der Zahl, die habe ich noch gehabt, so Magnete. Kann ich euch gerne mal in der Beschreibung verlinken, sind ganz günstig eigentlich. Und die kannst du da so dran, habe ich Löcher reingebohrt, Schraube durchgesteckt, weil das so Madenschrauben waren, einfach ein Punkt auf der anderen Seite dran, mehr ist es gar nicht. Und die prömpeln dann so fest. Und dann ist das fest. Warum habe ich das gemacht? Das ist nämlich jetzt der Anschlag fürs Plasmaschneiden. Weil ich ja doch immer mit Schraubzwingen und dann bin ich immer mittendrin am Festpunkten, weißt du? Damit die, falls ich da nicht mit der Schraubzwinge rankomme, dann habe ich gedacht, weißt du was, Magnete hast du noch liegen. Jetzt kannst du schön als Anschlag benutzen. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Werden wir sehen, aber ich denke mal, das sollte klappen. Genau, gut. Wo ich gerade Stahlwerk, das ist nochmal in eigener Sache, hätte ich fast gesagt. Und zwar haben die ja einen neuen Film am Start, Imagefilm, verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Vielleicht blende ich es auch hier oben ein, wenn ich daran denke. Und zwar haben die jetzt auch brushless, bürstenlose Akkugeräte. Die sind noch nicht auf dem Markt, glaube ich. Ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, außer auf Bildern grob, also bei Facebook, bei Instagram. Aber ja, da bin ich mal gespannt. Ich verlinke euch auf jeden Fall, wo ich gerade Stahlwerk sehe, weil ich ja eigentlich von den Geräten auch immer begeistert bin. Das Video und dann könnt ihr mal gucken. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ran an die Buletten. Plasmaschneider am Start. Und dann wollen wir mal gucken. Übrigens, dieses Stauben, ne, dieser Schneidstaub, den habt ihr beim letzten Mal auch gesehen beim Schneiden. Das ist ja Eisenoxid, also Rost eigentlich nur, ne? Schweißstaub. Und der entsteht dadurch, wenn entweder hohe Ströme, zu dünnes Material oder zu viel Druck.
Da habe ich auf 10 Bar mit, ich weiß gar nicht, 140 Ampere oder 120 Ampere durchgeflogen. Dementsprechend staubt das relativ. Das müsste jetzt bei dem Kleinen gleich eigentlich weniger sein, weil ich da jetzt mit 60 Ampere Schweiß schneide und ich glaube 5 oder 6 Bar habe ich jetzt eingestellt. Ich stelle euch mal aufs Stativ und dann geht's los. 60 Ampere eingestellt. So, und jetzt müsste eigentlich... Ja. War jetzt auf 60 Ampere das Ganze. Man hat gesehen, dass klar raucht das auch, aber stauben tut es nicht so. Ne? Dementsprechend, ja, weil jetzt weniger Power, weniger Druck war. Und von der Leistungsfähigkeit, also klar, man merkt schon, dass der, also bei dem anderen hätte ich jetzt so durchziehen können, das konnte ich jetzt mit dem nicht, ganz klar, sonst wäre ja auch alles egal. Ich will den nochmal auf 70 Ampere machen, also sprich auf volle Kalunte. Druck habe ich jetzt, dann mache ich Druck mal auf 6 Bar und dann wollen wir mal gucken, was er sagt. Jetzt schneide ich die beiden Felder einmal aus und dann wollen wir mal schauen, wie das vonstatten geht. So, Helm auf, der ist übrigens auch total versifft, den muss ich gleich mal sauber machen. Jetzt auf 72 Ampere, also Vollgas mit 6 Ampere Druck, 6 Bar Druck, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, man muss da echt die Geschwindigkeit und alles, aber so, ja, das wird schon sauber, ne? Also wenn man jetzt die Geschwindigkeit richtig anpasst und das ein paar Mal macht, dann fliegt er durch 3 mm vor allen Dingen in der Geschwindigkeit durch. Klar, wie gesagt, 24 mm habe ich ja auch schon geschnitten damit, da musst du ihm halt Zeit geben, ne, dass er durchbrennt. Das macht natürlich der Dicke, der fliegt da durch, aber sonst wäre auch alles egal. Aber das ist schon edel. Das ist auch 3 mm, ne? Ich finde das schon dick. Aber das nochmal als Vergleich, weil auch einige fragten, kannst du mal mit dem kleineren mal schneiden, wie das dann ist. Was ich ganz klar sagen muss, das Ding ist natürlich auch deutlich handlicher, ne? Da ist ja kein wassergekühlter Kopf, da ist alles entspannt. Schlauchpaket nicht so schwer. Das ist halt alles, ja, angenehmer zu handeln, ne? So, auch ein neues. Diesmal mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Und dann sieht das so aus. Ja, also völlig in Ordnung. Jetzt muss das Ding hier dran. Ja. Er ist auch noch nicht ganz gerade dran, glaube ich. So, ungefähr, sitzt das dann gleich. Ich habe das ja, nee, das ist 15 cm hoch. Unten habe ich es ja ein bisschen kürzer gemacht. Die untere Seite, habe ich ja im letzten Video erzählt, habe ich mit dem Plasmaschneider nochmal gekürzt, 5 cm. Damit das nicht so hoch kommt, das ganze Gewicht. Und dann wird das jetzt hier dran festgeschweißt. Und dann kommt ein Blech so, ja, bis hier vorne hin. Und dann geht's dahin. Aber erstmal muss ich ihn gleich noch einschneiden, weil die Ohren nochmal weggeklappt werden müssen. Ich schweiße jetzt das erstmal fest. Ich habe das jetzt soweit festgeschweißt hier. Die Geschichte ist fest und die hier auch mehr oder weniger noch nicht perfekt. Noch nicht final fest, aber zum großen Teil zumindest. Aber bevor ich jetzt hier weitermache zu schweißen und zu schneiden, habe ich mir das hier jetzt markiert. Das muss ich jetzt einmal einschneiden. Weil ich will ja die Geschichte knicken können. Kannst du knicken, ne? Und, warte, ich nehme das mal ab hier. So, ich will das ja knicken können. Und deswegen habe ich hier schon die Flex vorbereitet. Und dann schneide ich das jetzt gleich mal ein. Und dann kann ich das nämlich einfach hochbiegen. So die Theorie. Ich würde es am liebsten natürlich von der Außenseite einschneiden. Weil dann kann ich es ja viel besser knicken.
möchte ich aber aus optischen Gründen nicht. Ist vielleicht ein totaler Quatsch, aber deswegen schneide ich es jetzt innen ein und hoffe, ich will es hier nur ein paar Grad. Das soll ja gar nicht so viel geknickt sein. Nur hoffe ich mal, dass ich das dann verhalten kann. Also schneide ich das Ganze jetzt mal ein. Wie gesagt, jetzt schon der nächste Schritt, weil sonst, wenn ich hier jetzt anfange und mein Blech hier bis hierhin dahin schweiße, dann ist das natürlich wieder alles im Weg. Deswegen, ne, übergelegt. Wie ihr seht, funktioniert ganz gut, kann man schön anwinkeln das Ganze. Und jetzt habe ich eine andere Optik von hinten. Ich bin einmal kurz ein bisschen durchgekommen. Ich klappe ihn mal um hier, passt das so mit der Tür. So. So, guck, ich bin hier ein bisschen durchgesegelt, da muss ich dann gleich noch mal ein bisschen schweißen. Muss ich eh von hinten nach vorne verschweißen, muss ich natürlich den Winkel bestimmen. Aber das sind jetzt 20 cm, die jetzt da weggefaltet sind. Und das, finde ich, macht eine solidere Optik. Finde ich jetzt, ist einfach nur, wie gesagt, optische Gründe. Verliert natürlich wieder ein bisschen Gewicht dadurch, weil das Volumen halt fehlt. Aber so allzu viel, ich glaube, das kann man verkraften, das Ganze. Ich habe jetzt meine zweite Blechtafel hier am Start. Und jetzt, also habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ne? Jetzt sieht das so aus, einigermaßen fertig. Einzig die beiden fehlen noch rechts und links, das ist aber kein Problem. Und das mache ich gleich noch, aber jetzt erstmal, solange meine Frau noch da ist, markiere ich mir jetzt erstmal die Deckel, weil ich muss ja oben und unten einen Deckel haben. Ja, meine Tochter wird ungeduldig. Und jetzt markiere ich mir die Deckel zweimal. Die schneide ich mir dann später auf und hoffe mal, dass das Ganze dann von unten nach oben passt. Das ist dann quasi, wenn ich einigermaßen genau gearbeitet habe, müsste das eigentlich passen. Das heißt, jetzt wird erstmal das Teil da drauf geschlurrt, weil das wird ja auch nicht mehr leichter, das Ding hier. So. Ja, das hat schon Gewicht, das Ganze. So. Dann hoffe ich ja mal, dass das Ganze auch zweimal drauf passt. Stift rausholen und jetzt gehe ich einfach mit dem Edding hier innen drin lang. Das wird nicht hundertprozentig passen, das weiß ich jetzt schon, weil so genau kann ich auch gar nicht schneiden. Kann man wohl mit dem Plasmaschneider schneiden, aber ich nicht. Guck, das passt jetzt gerade nicht. Hier sieht man es. Das überlappt und das heißt, das macht nichts, das ist dann die Unterseite, weil da kann ich nämlich dann auch zwei Bleche aneinander setzen, das sieht man unten ja nicht. Oben der Deckel, ja, es kommt ein Deckel drauf, der wird dann der werden. Bevor es jetzt allerdings losgeht mit der Schnippelei, habe ich ja erzählt, mein Visier sieht aus wie Sau und nun habe ich mir von Vicon den Visierreiniger bestellt. Spezialreiniger für Visiere und Sicherheitsmasken. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es noch nicht, aber ich weiß, dass mein Visier aussieht wie Haxe. Ja, und ich habe keine Ahnung, ob das damit überhaupt funktioniert, weil das ist ja bestimmt noch eingebrannt. Aber auch innen, weiß ich nicht. Nun probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ach so, das ist so ein Schaum. Steht auf der Verpackung, dass man das Ganze jetzt 20 Sekunden einwirken lassen soll. Und das tun wir jetzt einfach mal. Ja. Riecht wieder Vicon-typisch sehr gut. Und für Visiere aller Art, Schweißmasken, Schweißerschutzbrillen, Sicherheitsgläser. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wir warten mal ab. So, der Schaum hat sich jetzt noch nicht aufgelöst. Aber vielleicht hat es ja schon was gebracht.
Vielleicht sollte man da kein Papiertuch für nehmen. Das löst sich auf. Das ist über die Papierflusen rumfliegen. Naja, okay, Kratzer kriegt er jetzt nicht ab. Aber scheint auf jeden Fall schon mal besser geworden zu sein, nicht? Gerade innen vor allen Dingen. Wie gesagt, die feinen Kratzer, weil wegen Staub, dann wischt er mit dem Lappen drüber. Und außen, das Eingebrannte kriegt er natürlich auch nicht lose, ne? Ist klar. Und diese Kratzer hier auch nicht. Aber so vom Dreck her ist da schon einiges runtergekommen. Da bin ich ja schon mal zufrieden mit. Vielleicht hätte man es auch noch mal ein bisschen länger einwirken lassen können. Wie gesagt, der Schaum war ja noch da. Aber das können wir beim nächsten Mal nochmal ausprobieren. Nun geht es erstmal weiter an die Schnippelei hier. Wobei ich mache jetzt, glaube ich, erstmal den Schweißvorgang fertig. Und dann machen wir hier weiter. Ich bin hier schon fleißig am Schnippeln. By the way, hätte ich den hier andersrum gedreht, dann hätte es, glaube ich, gepasst. Vielleicht wäre eine kleine Ecke, aber ich glaube, dann hätte es gepasst. Aber na gut. scheißegal, jetzt ziehe ich es durch. Dann ist es ja auch nur die Ecke jetzt, die ich einfach nur unten nachmachen muss. Die fehlt dann ja halt. Das ist ja der, nee, das ist der obere Deckel, das ist unten, genau richtig. Und die kleine Ecke mache ich dann noch, fliege ich dann noch nach. Ist ja nur unten, spielt ja keine Rolle. Genau, ich bin hier schon fleißig am Schneiden. Und alles mit der K70 übrigens. Und ja, funktioniert halt los. Was sich richtig bewährt hat, ist der Magnet hier. Das ist so geil. Brauchst nicht mehr mit Schraubzwingen arbeiten, gar nichts. Legst das einfach nur an. Einen gewissen Abstand, ne, so dass das passt mit diesem Rollstuhl, sag ich mal, mit dem mit der Brennerführung. Und dann Akku leer. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, so sieht der Brenner aus. Ich habe den, das ist immer noch die gleiche Düse wie, nun muss ich überlegen, Christian und ich die Schaufel geschnitten hatten, das Video. Das verlinke ich, wenn ich es nicht vergesse, oben mal. Das ist immer noch, also ich habe da jetzt nichts dran geändert und habe jetzt schon die ganze Zeit damit geschnitten. Also wenn man nun nicht gerade da irgendwie mit auf dem Metall rumkloppt, dann halten die eigentlich recht lange. Gut, also weiter geht's. Übrigens, das macht sich doch bemerkbar mit der Visierreinigung. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das merkst du erst, wenn du durchguckst, was da drauf saß. Nicht schlecht. Guck mit den Magneten, das hält jetzt ganz hervorragend. Und vor allen Dingen kann man das auch ganz schön justieren. Und die sind auch durchaus stark genug. Also da braucht man gar nichts Stärkeres. Das reicht vollkommen. Guck, ist das was oder ist das was? Ja, der ist jetzt allerdings nur so locker draufgelegt. An der einen Ecke und Kante muss ich vielleicht noch mal ein bisschen nachschleifen, das ist aber ja kein Thema. Das ist jetzt der Boden. Nee, ist Quatsch, das ist der Deckel, so rum. Und das da wird der Boden, genau.
aber das passt schon mal. Dann mache ich jetzt den zweiten auch noch eben. Wieder einen Schritt weiter. Der Deckel passt richtig gut sogar. Also ich bin wirklich begeistert. Ne? Dafür, dass ich das nur so drüber aneinander gehalten habe, mit dem Plasmaschneider einfach ausgeflext. Ich habe jetzt nichts daran geschliffen oder so. Das Ding ist einfach mehr oder weniger da reingefallen. Jetzt muss ich natürlich die Ecke noch machen. Das mache ich natürlich gleich. Schnibbel ich mir davon quasi noch ein passendes Stück zurecht. Und dann wird jetzt erstmal gestrichen, weil, also erstmal die Platte raus, sprich das Ding hier. So, und dann wird erstmal gestrichen. Und weil hier komme ich ja sonst unten nicht mehr ran, wenn der Deckel drauf ist, dann streiche ich das hier unten erstmal. Und dann wird der Deckel reingeschweißt und dann wird von innen gestrichen. Tada! Es nimmt Form an. Das ist jetzt soweit fertig. Die Deckel liegen da hinten. Yoshi, moin. Und jetzt geht's ja an die Farbe. Da habe ich euch ja gefragt auf Instagram, wie Anfang des Videos erzählt. Und da sagten ja alle, oder viele, ja, mach auf jeden Fall Farbe rein. Mache ich auch. Und da sagten auch viele, klebe da doch irgendwas rein, was eh auf muss. Genau das ist der springende Punkt. Ich habe hier richtig gute Farbe, die allerfeinste, die ich kriegen konnte. Aber ganz ehrlich, ich versuche die jetzt wieder zu retten. Diese hier habe ich sogar wieder regeneriert, mal irgendwann. Da habe ich nämlich meine Schaufel mitgestrichen, tatsächlich, dann innen. Das hat auch funktioniert noch. Guckt euch mal an, wie die Farbe aussieht. Ne? Da denkt ihr euch ja wahrscheinlich, was wird er denn mit der Gülle? Aber warte mal ab. Und diese hier, die sieht genauso aus. Und hier steht sogar drauf, 25.09.2012 habe ich die gekauft. Jo, ja, die sieht dann dementsprechend auch aus. Nun gucke ich mal, ob ich die wieder regenerieren kann, weil, ne, wegschmeißen, wenn die noch funktioniert, und das ist eh nur innen im Gewicht, dann, dafür reicht die doch auch. Und da habe ich nämlich ihn hierfür, kann ich jedem empfehlen, kostet ein paar Euro. Und da kannst du echt viel mit regeln, mit so einem Mixer. Guck mal hier. Da kommst du doch wieder ins Leben. Guck. Ich würde sagen, da ist sie doch schon wieder, oder? Mehr oder weniger. Das Wichtige ist bei so einer Farbe, die dürfen natürlich keinen Frost abbekommen haben. Wenn die Frost abbekommen haben, sind die echt im Eimer. Dann kannst du sie vergessen. Dann werden die auch nicht mehr hart. Jetzt den anderen nochmal. Guck, und jetzt sieht man doch schon, dass die Farbe doch wieder mehr oder weniger fit ist. Perfekt. 2012, ja, schon sehr alte Farbe. gut. Ich würde sagen, streichen wir den Scheiß mal von innen in Rostschutz. Hochlebe mein Hocker. Ja, der Pinsel ist auch schon was alt. Aber nun gut. Alter, der ist wirklich alt. Müsste ich vielleicht nochmal den Nitro tauchen, dass der ein bisschen fit wird. Ja, den kannst du vergessen. Jetzt geht's schon ein bisschen besser. Das ist jetzt bewusst, wie gesagt, die Unterseite. Die streiche ich zuerst, weil dann kommt der Deckel ja drauf. Ich streiche jetzt erstmal nur alles, was hier so, wo ich dann später nicht mehr rankomme. Dann kommt der Deckel drauf geschweißt, dann drehe ich das ganze Ding um. Und dann streiche ich die ganze Geschichte von innen, lasse das schön aushärten und dann kommt im nächsten Video Beton rein. Natürlich wird dann noch die ganze Geschichte mit Acryl versiegelt, die ganzen Ecken, aber das mache ich natürlich erst, nachdem ich gestrichen habe, damit auch der Rostschutz unter der Acrylnaht ist. Ne? Ich habe vorher mit Bremsenreiniger das Metall abgewischt, um die ganzen Fette und diesen Dreck und, ne, allein von der Produktion ist ja relativ viel Zeug und Schmand da drauf. Das muss natürlich alles runter vorm Färben. Das ist ja ganz klar. Deckel drauf und verschweißt schon, ne? Weil, ja, was heißt, ja, ich muss ja noch mal streichen, aber
Dann habe ich das Ding schon mal mehr oder weniger verschweißt. Da hinten die Ecke muss natürlich noch zugemacht werden, aber der Rest ist jetzt erstmal soweit safe. Dann drehen wir den Onkel mal um. Alter Vater, da kommt immer mehr Gewicht. So, die Wanne. Ja, dann streiche ich das jetzt auch nochmal. Dann zeige ich gleich, was hier abgeht. So, Kinders, der Deckel ist jetzt auch von innen gestrichen. Und hier innen drin ist natürlich auch der Deckel, also alles fest und hin und her. Und natürlich alles übergejaucht tatsächlich. Das ist ja wirklich die Farbe, die über ist. Alles drauf, was geht. Richtig dick reingeschmatzt. Dann wird jetzt der nächste Schritt sein, mit Acryl abdichten, die ganze Geschichte von innen. Und dann wird im nächsten Video, denke ich mal, Beton gemacht. Ja, genau. Das dazu. Dann war es das an dieser Stelle auch wieder für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.